Wenn man sich auf einer Karte die Ozeane und Meere anschaut, könnte man meinen, sie fließen einfach ineinander. Es scheint, als gäbe es nur einen gigantischen Ozean, dessen Teilen wir nur verschiedene Namen geben. Tja, du wärst überrascht, wie deutlich die Grenzen zwischen ihnen sind. Die Grenze zwischen dem Pazifik und dem Atlantik ist wie eine Linie zwischen zwei Welten. Es sieht aus, als würden sich zwei Ozeane an einer unsichtbaren Mauer, die verhindert, dass sie dort ineinander fließen, treffen. Aber warum ist das so? Wir wissen mit Sicherheit, dass es dort keine unsichtbare Wand gibt. Und Wasser ist Wasser. Was könnte das Vermischen verhindern? Der Punkt ist, dass Wasser sehr verschieden sein kann. Der Atlantik und der Pazifik haben eine unterschiedliche Dichte und chemische Zusammensetzung, wie Salzgehalt und andere Merkmale. Schon anhand ihrer Farbe kann man erkennen, dass sie alles andere als dasselbe sind. Die Grenze zwischen zwei Wassermassen mit unterschiedlichen physikalischen und biologischen Eigenschaften nennt man Kline. Halokline, Grenze zwischen Wassermassen mit unterschiedlichem Salzgehalt, ist am spektakulärsten. Und genau das sehen wir auch, wo Atlantik und Pazifik aufeinandertreffen. Der berühmte Forscher Jacques Cousteau entdeckte sie, als er in der Straße von Gibraltar tauchte. Die Wasserschichten mit unterschiedlichem Salzgehalt sahen aus, als wären sie durch eine Folie getrennt und jede Schicht hatte ihre eigene Flora und Fauna. Haloklinen entstehen, wenn das Wasser eines Ozeans oder Meeres mindestens 5-mal salziger ist als im anderen. Du kannst zu Hause selbst eine Halokline erzeugen, indem du mehr Wasser oder gefärbtes Salzwasser in ein Glas gießt und frisches Wasser drauf gießt. Der einzige Unterschied ist, dass deine Halokline horizontal verläuft, während sie im Ozean vertikal sind. Wenn du dich noch an die Grundlagen aus dem Physikunterricht erinnerst, wirst du vielleicht argumentieren, dass die dichtere Flüssigkeit unten und die weniger dichte obendrauf enden sollte. Wenn es also eine echte Grenze zwischen den Ozeanen gäbe, müsste das nicht eher eine waagerechte Linie sein und müsste nicht der Unterschied zwischen ihren Salzgehalten immer geringer werden, je näher sie sich kommen? Was stimmt denn hier nicht? Nun, zum einen ist der Dichteunterschied zwischen zwei Ozeanen nicht so groß, dass einer absinken und der andere nach oben steigen würde. Trotzdem reicht es, dass sie sich nicht mischen. Und der zweite Grund ist Trägheit. Eine bekannte Trägheitskraft namens Corioliskraft beeinflusst Objekte, die sich in einem sich bewegenden Bezugssystem selbst auch bewegen. Einfach ausgedrückt, die Erde bewegt sich und alle sich bewegenden Objekte auf ihr werden von der Corioliskraft angetrieben und dadurch von ihrem Kurs abgelenkt. Infolgedessen bewegt sich das Objekt auf der Erdoberfläche nicht geradlinig weiter, sondern weicht auf der nördlichen Hemisphäre im Uhrzeigersinn und auf der südlichen gegen den Uhrzeigersinn ab. Aber die Erde bewegt sich sehr langsam. Sie braucht einen ganzen Tag, um sich einmal um ihre Achse zu drehen. Daher wird die Corioliskraft nur in größeren Zeitintervallen sichtbar. In Form von Zyklonen oder Meeresströmungen. Und das ist der Grund, warum die Strömungsrichtung im Atlantik und Pazifik unterschiedlich ist. Dadurch mischen sie sich auch nicht. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden Ozeanen ist die Stärke der Molekülverbindungen oder Oberflächenspannung. Dank dieser Kraft bleiben die Moleküle von Materie zusammen. Die beiden Ozeane haben unterschiedliche Oberflächenspannungen und vermischen sich auch deswegen nicht. Vielleicht würden sie sich mit der Zeit langsam vermischen, aber da sie in verschiedene Richtungen strömen, haben sie einfach keine Zeit dafür. Wir denken, da wäre einfach nur Wasser im Ozean, aber es sind einzelne Moleküle, die sich kurz treffen und dann von der Strömung weitergetragen werden. Aber glaube nicht, nur der Atlantik und der Pazifik kämen nicht gut miteinander aus. Es gibt viele weitere Orte auf unserem Planeten, an denen sich Meere oder Flüsse nicht miteinander vermischen. Es gibt auch Thermoklinen. Grenzen zwischen Wassermassen mit unterschiedlicher Temperatur. Wie das warme Wasser des Golfstroms und der viel kältere Nordatlantik. Chemoklinen sind die beeindruckendsten. Das sind Grenzen zwischen Wassermassen mit verschiedenem Mikroklima und chemischer Zusammensetzung. Die Sargasso-See ist die größte und bekannteste Chemokline. Es ist ein Meer im Atlantischen Ozean, das keine Küste hat. Trotzdem ist es nicht zu übersehen. Werfen wir doch mal einen Blick auf die spektakulärsten Klinen unseres Planeten. Nummer 1. Die Nordsee und die Ostsee. Diese beiden Meere treffen sich bei der dänischen Stadt Skagen. Das Wasser der beiden mischt sich aufgrund unterschiedlicher Dichte nicht. Manchmal kann man die Wellen der beiden Meere ineinander schlagen und Schaum erzeugen sehen. Und doch vermischt sich das Wasser langsam aber sicher. Dadurch ist die Ostsee etwas salzig. Würde kein Wasser von der Nordsee reinkommen, wäre die Ostsee ein gigantischer Süßwassersee. Nummer 2. Das Mittelmeer und der Atlantik.
Sie treffen sich an der Straße von Gibraltar und unterscheiden sich in Dichte und Salzgehalt. Dadurch mischt sich auch ihr Wasser nicht. Nummer 3. Das Karibische Meer und der Atlantik. Die Stelle, an der sie sich treffen, befindet sich bei den Antillen und sieht aus, als hätte jemand das Wasser in verschiedenen Blautönen angemalt. Außerdem treffen sie sich bei den Bahamas an der Insel Eleuthera. Das karibische Meerwasser ist türkis und der Atlantik dunkelblau. Nummer 4. Der Fluss Suriname und der Atlantik treffen sich in der Nähe von Paramaribo in Südamerika. Nummer 5. Der Rio Uruguay und sein Zulauf. Diese beiden treffen sich in der Provinz Misiones in Argentinien. Einer von ihnen wird gereinigt, um ihn für die Landwirtschaft zu nutzen, und der andere wird während der Regenzeit wegen des Lehms fast rot. Nummer 6. Der Rio Negro und der Rio Solimões, Teil des Amazonas. 9,5 Kilometer von Manaus in Brasilien entfernt, fließen der Rio Negro und Rio Solimões ineinander, vermischen sich jedoch 4 Kilometer lang nicht. Der Rio Negro ist dunkel und der Rio Solimões hell. Die Wassertemperatur und Fließgeschwindigkeit sind verschieden. Nummer 7. Mosel und Rhein. Sie treffen sich in Koblenz. Der Rhein hat helleres Wasser und die Mosel dunkleres. Nummer 8. Ilz, Donau und Inn. Diese drei Flüsse begegnen sich in Passau. Die Ilz ist ein kleiner Bergfluss links der Donau und der Inn fließt rechts zur Donau hin. Der Inn ist hier zwar breiter als die Donau, ist aber trotzdem ihr Zulauf. Nummer 9. Die Flüsse Alaknanda und Bhagirathi treffen sich in Indien. Der Alaknanda ist dunkel, während der Bhagirathi hell ist. Nummer 10. Die Flüsse Irtysh und Ulba fließen in Kasachstan, nahe der Stadt, dessen Name man nicht aussprechen kann, ineinander. Der Irtysh führt klares Wasser, während die Ulba trüb ist. Nummer 11. Der Jialingjiang und der Jiangxiqiang treffen sich bei Chongqing in China. Der Jialingjiang ist klar und sauber und der Jiangxiqiang ist braun. Nummer 12. Irtysh und Om. Diese beiden Flüsse fließen in Omsk in Russland zusammen. Der Irtysh ist trüb und der Om rein und klar. Nummer 13. Die Flüsse Chuya und Katun begegnen sich in der Republik Altai in Russland. Das Wasser des Chuya hat eine ungewöhnliche weißmilchige Farbe und sieht dicht und dick aus. Der Katun hingegen ist sauber und türkis. Wo sie zusammenfließen, bilden sie einen zweifarbigen Strom, der sich eine ganze Zeit lang nicht mischt. Nummer 14. Green River und Colorado River. Diese beiden Flüsse treffen sich im Canyonlands Nationalpark in Utah, USA. Der Colorado ist braun und der Green River, genau, der ist grün. Die Flussbetten der beiden Flüsse werden aus Steinen mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung gebildet. Dadurch entsteht der starke Farbkontrast. Nummer 15. Die Rhone und die Arve. Die beiden Flüsse fließen bei Genf in der Schweiz ineinander. Die Rhone ist ein klarer Fluss, der dem Genfer See entspringt, während die Arve trüb ist und ihr Wasser von den Gletschern im Chamonix-Tal bezieht. Hey, hast du heute etwas Neues gelernt? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Und verpasst nicht unsere anderen interessanten Videos. Klicke einfach auf das linke oder rechte und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens.